Hallo zusammen, hier ist der Paul Schmus und Frank Buschmann und wir begleiten die heutige Partie aus der Liga für Sie. Hoffentlich bekommen wir heute ein gutes Spiel zu sehen. Die Fans machen auf jeden Fall schon mal richtig gute Stimmung. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Augsburg gegen den FC Schalke. Und los geht's! Di Santo. Komm, Jung Mo. Bobadilla. Jetzt wird's gefährlich! Alzito. Jetzt bringt die Flanke rein! Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Tor. Alzintop. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. S-Bahn. Gibt's jetzt die Torchance? Da kommt der Schuss. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Jetzt Hinteler. Gutes Zuspiel. Der Abschluss geht dann doch deutlich daneben. Ja, sie haben ihn gut gestört. So war er eben nicht mehr drin. Draxler. Geis. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt ein weiter Einwurf, damit brenzlig. Draxler. Da zieht er ab. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Hünteler. Guter Einsatz, er hat den Ball. Alzintop. Bobadilla. Souverän, er hat den Ball.
Draxler. Goretzka. Und jetzt Hünderer. Geis. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Starke Flanke. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Super Tor hier. Mit dem Kopf. Da hat das Timing absolut gestimmt. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kurve hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Die Santo. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Araujo. Fährmann. Geis. Alcintop. 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 Da könnte jetzt die Chance entstehen. Da macht er ihn rein. Das Tor quasi mit dem Pausenpfiff. Haben Sie da zu früh abgeschaltet, Buschi? Ja, scheint absolut so. Sie waren mit dem Gedanken schon in der Kabine und dafür werden Sie bestraft. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Ein Tor kurz vor dem Pausenpfiff, das wird Ihnen Aufwind geben für die zweiten 45 Minuten. Ja, Wolf, das war der berühmt-berüchtigte psychologisch... Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Geist. Das war einfach. Und er hat den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Geis. Die Santo spielt den Ball direkt zurück. Er verlust! Er stand da, ist denn gut abseits. Und jetzt der Schuss. Guter Versuch, da hat nicht viel gefehlt. Werner. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Choupo-Moting. Choupo-Moting. Jetzt wird es gefährlich. Geis. Das Zuspiel. Hünteler. Klatsch. Da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. S-Bein. Alcintop. Vor.
kommt der neue Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Die Santo. Und nur ein Schuss. Gut gemacht. Den Ball hat er schon mal sicher. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Martin. Augo. Hünteler. Höger. Schauen wir uns mal an, was die Ballbesitzstatistik sagt. Wolf, ehrlich gesagt nicht viel. Das ist sehr ausgeglichen. Choupo-Moting. Bobadilla. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt wird es Einwurf geben. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Martin. Draxler. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Neustädter. Das könnte die Chance werden. Nun Hünteler am Ball. Tolle Flanke. Wir haben jetzt noch regulär 5 Minuten vor uns und die beiden trennt ja nur ein Tor. Geht da noch was? Di Santo! Den Ball klärt er lieber ins Aus. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Sané. Jetzt vielleicht. Der Ball ist weg. Da kam die Flanke nicht gut rein. Hünteler. Da macht der Klasse auf. Bobadilla. Ein Tor hat heute den Unterschied gemacht. Das Endresultat lautet 2:1.